Wir können uns ja nochmal. Ja. Alle wissen, es geht jetzt los. Ja, genau. Es geht los und wer steht hier vor mir? Der Ralf Otterpohl ist uns besuchen gekommen. Da danke ich dir auch sehr. Du hast ja auch dein Video über unsere Kompostwerkstatt veröffentlicht. Hier wollen wir mal ganz kurz erklären, worauf das wirklich ankommt und wie wir eben zu den 7 Artengemeinschaften eines gesunden Artenreichs reichen und den Umweltbedingungen angepassten Mikrobioms kommen. Und im Prinzip ist es ganz einfach zu verstehen, wenn wir, Ralf, wir gehen mal hier so hin, wir dürfen nicht hier nichts hier festtreten, bloß denn ist der Komposter ja auch im Mittelpunkt. Und was wir machen, wir wollen die 7 Artengemeinschaften eines gesunden, artenreiches, reichen und den Umweltbedingungen angepassten Mikrobioms vermehren. Das, was es ursprünglich mal auf der Erde gab und wir hauptsächlich durch unseren Antibiotika-Einsatz, mit dem wir die Erde überflutet haben, kaputt gemacht haben. Und Mikroorganismen brauchen zu jeder Zeit die besten Lebens- und Arbeitsbedingungen. Und das versteht man am besten hier am heiß fermentierten. Habe ich meinen eigenen Kompost vergessen. Naja, mein heiß fermentierten Kompost. So, das ist egal, wenn du einen Kompost da hinterm Haus hast, da setzt sich das Material oder ob du Kompost mieten im Kompostwerk hast und dann wird die Luft verdrängt, dann entsteht in der ersten Umsetzung sehr viel CO2. Und dadurch ersticken die humusbildenden Bakterien. Die brauchen nämlich immer mindestens 5% Sauerstoff, so wie wir 21 brauchen. Und wenn ein Mensch kurze Zeit, 5 Minuten keine Luft hat, fällt er um und steht nicht mehr auf. Und bei den humusbildenden ist es genauso. Und das wusste Ehrenfried Pfeiffer schon, einer der großen Humusforscher. Ja, 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 und deswegen müssen wir schaffen, dass sie immer genug Luft haben. So, und dann gibt es Leute, die setzen ihre Komposte jeden Tag um. Am besten mit Maschinen, das hast du ja auch in dem Video beschrieben. Ja. Und bei uns ist es so, dass wir hier eine innere Struktur aufbauen, dass wir das nicht machen müssen. Und wenn du Komposte schon nach einem halben Jahr umsetzt, dann sterben viele Pilzarten und damit zählt ja die Artengemeinschaft der Pilze. Und hier ist es so, dass in diesem Wirbelstromkomposter, die sind schräg gebaut, außen ist das Material ganz leicht verdichtet und stopft sich dann so in die Risse rein. Damit kann es nicht mehr sich setzen. Es gibt eine innere Gehölzkuppel, eigentlich ist es eine richtige Zimmermanns- und Flechtarbeit, die verhindert, dass sich der Komposter setzt. Und es kommt Sauerstoff rein. Und es kommt Sauerstoff rein. Und unsere Komposte sehen nach 3 Monaten genauso aus wie am dritten Tag. Ja, Holz braucht ja lange, ne? Bis sich das zersetzt. Genau. Und hier haben wir, da fass mal rein, einen zentralen Lüfter. Wir haben jetzt das hier, wird jetzt schon so warm, das ist doch noch gar nicht lange aufgesetzt. Was haben wir denn hier? Wir haben jetzt 21 Grad, der misst aber, da weiß man auch immer nicht genau, wo er misst. Dann muss man gucken, dass man in den Bereich kommt, wo er eben auch die richtige Temperatur misst. Aber wichtig ist, der hat jetzt hier, also sagen wir mal knapp 25 Grad und der zieht hier schon Luft raus. Damit zieht ja unten das CO2 ab, Sauerstoff rein und wir haben das ganze Problem nicht. Ja. So, und jetzt haben wir hier eine bunte Mischung gemacht, vor allen Dingen aus ganz viel Kräutern. Wir haben von überall unterschiedliche Mistarten gesammelt. Wir haben sogar Stroh drin, was 100 Jahre alt ist. Wir haben Bauern gefunden, wo wir die Weide mit super Kuhfladen abgesammelt haben. Ja, Kuh ist und wichtig, ne? Das total. Ist, ja. Und haben denen hier ein richtig buntes Buffet bereitet. Mhm. Und dieser heiß fermentierte Kompost, der läuft mit 65 oder guten 70 Grad. Das ist der Spezialist für den Schadstoffabbau. Hier bilden sich die humusbildenden Bakterien. Es leben die Photosynthesebakterien drauf und hier ist in dem Bereich eher der Spezialist. Ja, ich meine, die Schadstoffe hast du angesprochen. Wir haben
jahrelang jetzt mit Bakterien versucht, diese schwierigen Schadstoffe abzubauen. Man hat keine Chance und wir brauchen die Pilze. Also das ist mein Pilze, es gibt noch 2 Millionen Spezies, weitgehend unerforscht. Und die können Wunder, da bin ich ziemlich sicher. Und man muss sie nur machen lassen, oder? Ja, und wir arbeiten eben an dieser Artengemeinschaft, dass wir im Prinzip 1 Milliarde Arten zur Verfügung haben. Und die meisten kennen wir ja gar nicht. Ja, ja, und hier ist es so, dass sie sogar in der Lage sind, also Radioaktivität abzubauen. Ja, ja. Oder auch innerhalb von Böden diese kranken Stoffe nicht an die Pflanze weiterzugeben, genau, wenn dieser Kreislauf und die Kommunikation im Boden stimmt. Genau, also Radioaktivität, das würden jetzt viele sagen, geht nicht, aber es gibt hier ganz in der Nähe einen Hof, der Osthaus, der damals der Bauer war, hat bei Tschernobyl hat der biodynamische Präparate ausgebracht. Die Leute von der Hochschule in Lüneburg kamen zum Messen. Auf den Flächen war nur die normale Hintergrundbelastung ringsrum überall deutlich erhöht. Ja. Die konnten es nicht fassen. Einer war ein wirklicher Forscher, der kam immer wieder, hat gemessen so und es blieb so. Und was Ähnliches gibt es in Linz in Österreich. Es ist wirklich gut belegt. Ja. Und wer sich das nicht vorstellen kann, der soll einfach sagen, okay, ich behalte meine Scheuklappen auf, oder? Ja. Na, Helga hat ja mit Müllkomposten gearbeitet. Welche Helga? Helga Rosinski, Professor Dr. Helga Rosinski, von der ich Kompostierung gelernt habe. Mhm. Und sie hat mit Müllkomposten gearbeitet. Mhm. Da hast du alles drin, was man sich vorstellen konnte. Ja. Und sie hat auch später mit Spritzmitteln gearbeitet, mit DDT und hat auch praktisch nachgewiesen, dass hier auch die Abbauraten am besten sind bei hohen Temperaturen. Deswegen freuen wir uns auch, wenn der mit 70 Grad läuft. Mhm. Und wir haben unten einen Keller drunter. Der Sitz geht knappe 40 Zentimeter in den Boden. Mhm. Und da ist es immer so kühl, dass wir nie über 30 Grad haben. Und auch wenn der hier oben mit 70 Grad läuft, können die Arten dann praktisch von unten in den hygienisierten Kompost einwandern. Ja, ja, und deswegen brauchen wir den nicht umsetzen. Mhm. Und bei Schadstoffen gilt auch immer für Mikrobiologie das Schlüssel-Schloss-System. Wenn wir zum Beispiel Schadstoffkombinationen haben, die Sie nicht kennen, dann können Sie die auch nicht abbauen. Mhm. Und die Evolution geht ja über Jahrmillionen. Und wir haben diese Erde praktisch in 200 Jahren auf den Kopf gestellt. Ja, ja, ja. Und nun muss die Evolution da hinterher arbeiten. Mhm. Und deswegen ist es für uns auch sowas hier wie eine Mikroorganismenschule, wo Sie denn alles kriegen, was Sie brauchen, um Ihren Job zu machen. Mhm. Und deswegen gucken wir auch, dass wir viele aus gesunden Biotopen Sache einbringen, unseren Kompost immer weiter konditionieren. Wir führen ihn also immer wieder zurück. Ja, und die Organismen wandern ja, ne? Das ist das Schöne. Die gehen zum nächsten Kompost und es wird immer besser. Genau, ne? die bringen wir dann da nach dem Sauerteig hin. Also das ist unser Spezialist, der heiß fermentierte Kompost für den Schadstoffabbau, für die Hygienisierung, was die Krankheitserreger betrifft, für dem Licht zugewandt sind, die Photosynthesebakterien, und das ist so ihr Milieubereich. Mhm. Da drüben haben wir einen MC-Kompost und da stellen wir ein ganz anderes Milieu ein. Mit Blume? Ja, MC heißt was jetzt auch für die Zuschauer? Mikrobielle Karbonisierung, und im Prinzip stellen wir hier eine biologische Kohle her. Wir haben auch wirklich aus unseren Komposten schon richtig Kohle rausgeholt. Und es ist ja ein Kohlenstoffaufbau. Der ist geschlossen, komplett. Ja. Mhm. Und hier in dem Komposter ist auch so ein Lüfter drin. Mhm. Und hier drüben ist er offen. Der zieht ja dort drüben das CO2 ab und entlässt es. Mhm. Und hier ist es so, wir haben die Lüfter wie eine Orgelpfeife gemacht, resonant zum Erdenton. Ja. Und wir probieren die natürliche Schwingung praktisch in diesen Komposten zu fördern, so wie sie von Natur aus vorliegt. Ja. Und damit auch die künstliche Strahlung, die wir erzeugen, ein bisschen weiter in den Hintergrund
zu drängen. Ja, ja. Ich habe jetzt mal hier reingespürt. Ich bin ja auch Geomant. Das fühlt sich sehr, sagen wir mal, sehr geerdet und mächtig an. Also das, da ist wirklich Kraft und Erdung drinnen nach meiner Wahrnehmung. Ja. Der hinten ist anders. Der ist viel mehr so, so geht so raus. Ja. Und aber toll. Und das sind hier auch Kuhfladen, oder? Genau. Mhm. Die sind außen stärker verdichtet auf Brettbreite, also von unten aufgebaut. Und damit geht hier von der Außenseite keine Luft in den Kompost. Und die Kuppel ist mit Kuhfladen abgedeckt und mit ein bisschen Lehm drin. Und das führt dazu, dass wir genau das Milieu haben, wie Braunkohle entsteht. Und gerade in diesen Übergangshorizonten bei der Braunkohleentstehung, da entstehen ja diese Huminsäuren, die für die Bodenfruchtbarkeit so wichtig sind. Und deswegen haben wir eine Kohle, die eine amorphe Struktur hat, viele Stoffe einlagern kann, bereitstellen kann und mit den Huminstoffen wirklich auch zur Gesundung des Bodens beiträgt. Jetzt ist hier noch so eine Antenne, das ist hier bei allen dreien drauf. Wofür ist das? Also wir haben einmal hier, also wenn du das mal hören magst, die Zuschauer richtig rangehen mit dem Ohr. Hier hört man schon richtig den Erdenton, die ist richtig gestimmt, nachgemessen. Also das ist ein technischer Vorgang. Ja, ja. Und wir haben hier unten auch noch zwei Antennen drin im Boden. Da könnt ihr mir mal, Alexandra, die beiden Antennen bringen, dann versteht man das besser. Durch die Antenne, die in Süd-Nord-Richtung, die ist genauso gestimmt wie diese Antenne. Und dadurch entsteht in dem Kompost eine Resonanzschwingung. Ja, ja, genau. Und das muss man ziemlich präzise machen mit dem Nord-Süd. Eine magnetisch Nord-Süd. Genau. Wenig Abweichung, weil sonst dreht es um. Ne? Und wir haben das auch probiert in Messungen. Zum Beispiel hatten wir hier, wir arbeiten auch mit diesen Magneten. Das ist erstmal ähnlich wie in der Elektrokultur. Das ist aber keine Elektrokultur, weil wir eine Resonanzschwingung aufbauen. Wir wollen diese Grundtöne, die die Erde hat. Und auch in der frühen Raumfahrt hat man gelernt, dass der Mensch ohne diesen Erdenton physisch und psychisch nicht gut funktioniert. Ja. Und deswegen ist Armstrong und so, hatten die da noch richtig Schwierigkeiten. Und zum Beispiel auf der ISS wird ja bis heute technisch erzeugt. Und, das machen wir hier auch. Das ist also richtig Physik. Ja. Und wir haben zum Beispiel die Magneten dann auch berechnet, wo an welcher Stelle sie sitzen, und mein Freund Ansgar Fortmann, der ist dann hier vorne mit dem Kompass lang gegangen, und als der richtig saß, war die Abweichung auf diese Antenne am größten. Ja. Genau. Und deswegen musste es alles 100%ig präzise sein. Und wir haben, wir müssen ja jetzt solche Klimmzüge machen, weil die natürliche Umgebungsenergie nicht mehr richtig fließt. Genau. Oder? Das Natursystem hat das ja alles. Und genau. Dann wurde jetzt immer mehr kaputt gemacht, Bäume abgeholzt, genau. Kriege haben stattgefunden, die Energie ist unterbrochen. Und jetzt müssen wir halt mit dem, was noch da ist, sehen, dass wir da wieder die Energie steigern. Und das ist zum Glück nicht schwer. Nee. Man muss es nur wissen, wie. Ne? Und das, das ist toll, was ihr das macht. Es ist wirklich leicht. Wir haben auch alles so entwickelt, dass man kein Geld braucht. In unser Kompostwerk ist die Grundlage, dass wir den Leuten das erklären, dass sie das verstehen und unter allen Bedingungen machen können. Ich kann hier zum Beispiel Knüppelholz nehmen, ich kann Kalkkrustenplatten nehmen, ich könnte Betonplatten nehmen. Ja. Also man muss ja nur wissen, worauf man wirklich achten muss. Ja. Ihr habt jetzt hier nirgends eine Abdeckung für Regen, oder? Weil wenn es jetzt mal lange Zeit sehr stark regnet, geht trotzdem? Wir haben hier probiert, so eine Art Strohdach ein bisschen aufzubauen. Und es ist schon ein Unterschied, ob man bei 400 mm Jahresniederschlag kompostiert oder 1400. Ja. Es ist aber auch so, dass wir ja auch eine Kompostwerkstattgemeinschaft sind. Und wenn manche, der kriegt zum Beispiel jetzt auch nicht so, der zündet nicht richtig durch. Und die
Mikroorganismen organisieren auch selbst die Temperatur. Und dann ist es so, dass sie das auch zum Beispiel so führen, dass es für den Bereich, wo sie stehen, gut ist. Wir hatten auch schon Komposte, die sind mit 90 Grad gelaufen. Ja. Und dann ist mal in einem bei anderen Leuten direkt danach was reingeregnet. Die laufen dann nur mit 35 Grad und schon habe ich ein anderes Milieu. Und dadurch, dass wir die Komposte ja austauschen, führen wir auch ganz viele Milieus zusammen. Und innerhalb dieser unterschiedlichen Temperaturbereichen finden auch ganz unterschiedliche Prozesse statt. Ja, und du hast natürlich mit dem ganzen Holz, was da drin ist, auch einen Feuchtepuffer. Ne? Also Holz kann ja sehr, sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen. Was beim anderen Kompost schon durchlaufen würde, hier nimmt es das Holz auf. Ne? Ja, und es ist auch so, dass wir haben ja eine innere Gehölzkuppel, die ist wirklich geflechtet. Also wir haben den inneren Kegel aufgesetzt, sagen wir mal, ungefähr unten ab die Oberkante Steine sitzt der. Und dann haben wir die Äste immer genommen und praktisch so rumgelegt. Und damit ist auch eine völlig komplett durchlüftete Kuppel entstanden und dadurch können auch zu viel Regen viel besser ablaufen. Es ist auch so, dass du sagst, der ist gut geerdet. Das habe ich von Sir Albert Howard gelernt. Er hat ja von den indigenen Völkern das Kompostieren gelernt und gilt auch als der Urvater der Kompostierung. Und die Hunzas, sein bestes Beispiel, die haben in Kuhlen kompostiert. Und da habe ich mich wirklich viele Jahre mit rumgeschlagen. Warum? Aber jeder, der mal ein Haus gebaut hat und das elektrifiziert hat, weiß, dass der ein Fundament eher da braucht, sonst fließt der Strom nicht. Und somit sind auch unsere Komposte knapp 40 cm tief drin, dass die Elektronen abfließen können. Und so kommen sie. Das ist wie barfuß gehen. Ne? Wenn wir barfuß gehen, fließen auch messbar Elektronen. Also auch für die Leute, die jetzt denken, ja, was ist da jetzt wissenschaftlich belegt? Das ist ganz vieles wissenschaftlich belegt. Und wir müssen auch wissen, wir haben in der Wissenschaft nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Einblick in dieses unglaublich komplexe Geschehen. Deshalb sind die Erfahrungswissenschaften und anknüpfen an alte Traditionen, wo wir jetzt das Glück haben, wir können halt auch von den Hunza lernen. Das war lange nicht zugänglich. Und ihr bringt das jetzt alles zusammen und so kann es sich weiter verbreiten. Das ist ja auch das Schöne in der Kompostwerkstatt, da kommen Spezialisten und letztlich ist es ja auch eine Gemeinschaftsarbeit. Austausch, genau. Oder man, bei den Antennen zum Beispiel, hat mir ein Freund gesagt, hat er so ähnlich, also er hat es nicht so formuliert, aber er hat gesagt, Stefan, hast du schön gemacht. Aber dass ein Taschenrechner die vielen Stellen hinterm Komma nicht rechnet, das weißt du nicht. Und dann haben wir den Erdenton ausgerechnet über eine Excel-Tabelle mit allen Kommastellen. Und da sind 2 Zentimeter Unterschied rausgekommen. Und so, und jetzt haben wir die zum Beispiel also einfach richtig angepasst. Der ist halt mathematisch begabt. Da kann man es aber geomantisch auch überprüfen. Ne? Das ist das Schöne. Genau. Aber ihr habt jetzt noch einen dritten Kompost da. Das ist, was macht der denn jetzt anders? Oder? Der ist der Spezialist für diese Prokaryoten. Wir bleiben noch einen Moment hier. Das sind die urzeitlichen Mikroorganismen, die die Erde fruchtbar gemacht haben. Sie sind in der Lage, Wasser aufzuspalten, geben den Sauerstoff ab. Dadurch ist unsere Atmosphäre entstanden. Und mit dem Wasserstoff, Methan und Stickstoff haben die dann Photosynthese betrieben. Und James Francis Martin hat mit solchen Mikroorganismen, Fermenten, Wüsten saniert. Und jetzt haben wir einen Spezialist, der Schadstoffe abbaut. Wir haben Humusaggregate aufgebaut. Wir haben einen Spezialist für die Bodenfruchtbarkeit. Die Komposte bleiben ein Jahr stehen, dann werden sie zusammengemischt, kommen da drüben auf den Platz und daraus entsteht dann Regenwurmkompost, weil wir nochmal Kräuter mit reinbringen, Bokashi. Und so kriegen wir auch die ganzen wertvollen Enzyme des Regenwurms mit rein, der hier in den Milieubedingungen nicht leben kann. Und dann werden diese Komposte bepflanzt, wenn sie unter 25 Grad sind und werden eingesät mit symbiontisiertem Saatgut. Und somit
können wir auch innerhalb der Komposte die Symbiosen vermehren. Ja. Genau. Und dann haben wir im Prinzip immer ein Gemisch aus allen drei Komposten, haben unsere 7 Artengemeinschaften eines gesunden Mikrobioms drin. Und wenn wir eine Handvoll haben, können wir das irgendwo hinbringen und hierüber praktisch jede Erde mit einem gesunden Mikrobiom wieder animpfen. Mhm. Und das ist ja die Arbeitsleistung auch von den Français, dass sie nachgewiesen haben, dass die Grundartengemeinschaften von Mikroorganismen auf der ganzen Erde gleich ist. Ja, genau. Und wir können sie dann noch den Problemen, die vor Ort sind, anpassen. Zum Beispiel in Tschernobyl hast du ganz andere Bedingungen wie in Hamburg. So, und dann müssen die mehr Hamburgerisch lernen und die anderen müssen mehr die Probleme der Russen kennenlernen. Ja, und immer was gebraucht wird, genau, wächst an, ne? Und dadurch, dass wir Kompostfreunde sind, dann auch diese Impfkomposte austauschen, mhm, und ich sie dann wieder verschicke, bringen wir das immer weiter in die Welt. Ja, Impfkompost ist jetzt das wesentliche Stichwort, weil jetzt würde sich mancher denken, mit Kompost das so kompliziert zu machen, da wird man ja wahnsinnig. Aber wir sprechen hier tatsächlich, also ich sage lieber so Bodenaktivator-Komposte, Impfkompost, Inokulationskomposte. Da braucht man nicht diese Riesenmengen. Ne? Und das sind halt wirklich paar Kilo, um die Biologie richtig reinzubringen. Genau. Und da habe ich jetzt eine Frage. Wir haben nämlich Versuche gemacht mit diesem Johnson-Zoo-Kompost. Das ist ja eigentlich nur eher das, was dort ist, aber noch nicht mal so weit oft. Pilzbetont. Und Wir haben damit Saatgut für Mais angeimpft. Also ja, beschichtet sozusagen. Inokuliert. Ja, und es hat leider wenig Unterschied gemacht. Mhm. Was war da falsch? Also das ist halt, vielleicht war es nicht nass genug. Also das ist ein toller Kompost gewesen dort, den wir gekriegt haben. Dr. Ingrid Hörner, die ja auch tolle Arbeit macht. Und trotzdem war kein Unterschied. Der große Unterschied waren die Gründüngungen und die entsprechenden mehrere Kulturen, die zusammenspielen. Aber zwischen der Animpfung und dem oder der Inokulation und dem anderen war leider da kein Unterschied. Da muss irgendwas schief gegangen sein. Das verstehe ich. Und wir müssen noch mal kurz über die Begrifflichkeiten sprechen. Anokulieren, animpfen sind alles ähnliche Dinge. Ja, Weizen war das da. Ne? Das trocknet ja dann genau wieder. Wir haben uns hier zu impfen entschlossen, weil man zum Beispiel auch Pilze dem Holz animpft und das da an der Stelle der wissenschaftliche Begriff ist. Ja. Und er ist jetzt, sagen wir mal, durch unsere Impfkultur ein bisschen in Verruf geraten und ich probiere ihm neues Leben einzuhauchen. Ja, ja, ja. Weil auch nachgewiesen wurde, wenn Menschen auf gesundem Boden leben, sind es nachfolgend die Pflanzen, Tiere und eben auch der Mensch selbst. So, und dann ist es so zu der Qualität, also gibt zwei Sachen. Ich habe ja auch genug Durststrecken in meinem Leben gehabt. Du machst was, das funktioniert nicht. Dann habe ich zu den alten Humusforschern hingeguckt und gewusst, die haben es geschafft. Und dann habe ich mir gesagt, Stefan, bleib mal auf dem Weg, gibt keinen anderen. Und dann macht man eben einfach weiter. Es ist auch so, dass man manchmal die Mikroorganismenleistungen nicht sieht, weil wenn es der Pflanze ganz gut geht, dann kümmert sie sich um andere Sachen, wie unser Körper auch. Und dann kommt der Bauer raus und sagt, na, hier sehe ich ja keinen Unterschied. Und die haben sich um Schadstoffabbau und Bodenaufbau gekümmert. Und dann ist es noch was, wir gucken immer zu den alten Humusforschern hin. Und also ich zähle jetzt auch Johnson und seine Frau Sue dazu. Und die haben ja unter ganz anderen Bedingungen gearbeitet. Und machen das auch schon seit Jahrzehnten. Und dann kommt zum Beispiel irgendein Mensch über Nacht zur Erkenntnis, geht auf den Glyphosatacker und schmeißt dann die Sachen da rein und will einen Johnson-Zoo-Bioreaktor-Kompost machen. Ja. Genau, und da kommt nichts raus. Ja, und das Problem ist darüber hinaus noch, dass halt auch die Energetik da nicht angeguckt wurde. Das ist halt da ein Forschungsprojekt und
Das ist ja das, was sich immer herausstellt. Also dieser Energiefluss muss ja auch im Feld laufen. Und das ist eigentlich das Erste, was man machen sollte, wenn man den Boden verbessern will, dass man erstmal guckt, fließt denn hier die Vitalenergie, ne? Also die Leylinien müssen fließen. Und das ist was, wo ich jetzt feststelle, das ist ganz oft sehr niedrig, auch jetzt erst in den letzten Jahren. Das geht richtig runter, wir sind gerade in Not. Also wir müssen jetzt sehen, dass wir die Energie wieder steigern. Ihr macht's hier. Es muss aber auch in der Fläche passieren. Und das sind natürlich so Wechselwirkungen, da bringt man tolle Organismen rein, die aber dann keine Kraft kriegen vielleicht, ja, oder? Also das stimmt. Und hier gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze. Du sagst es ja auch als Wissenschaftler oder was du jetzt in der Natur beobachtet hast. Wenn wir unsere Biotope gesund pflegen, dann kümmern wir uns aus der Sicht einer natürlichen Heil- und Lebensweise, aus dem christlichen Gedanken der Bewahrung der Schöpfung. Mhm. Und so muss halt jeder auch seinen Weg finden. Und wenn man dann später mal so eine Humusaggregate zum Beispiel durch ein unter ein Dunkelfeldmikroskop legt, die leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Und dann bringe ich ja die Dinge mit durch eine gute fachliche Arbeit und durch viel Menschlichkeit auch wieder in die Umwelt. Ja. Und hier sieht man ja diesen schönen Impfkompost. Und damit impfen oder beizen wir das Saatgut an für 1 Liter. Mit 1 Liter auf das Saatgut für 1 Hektar. Ja, aber das Beizen findest du schon in Ordnung. Also es gibt ja auch diese Unterflurdüngung. Ne? Bei den Drillmaschinen kann man ja auch flüssig reinbringen. Ist das besser? Nee, also mir ist es, also man kann alles machen, es gibt ganz viele Wege. Ja. Auch das Verfahren spielt eine untergeordnete Rolle, auch in der Landwirtschaft. Das hat ja schon Siegfried Lübcke und seine Frau Uta nachgewiesen. Mhm. Und das heißt nicht, ich muss erstmal meinen ganzen Betrieb ändern, sondern ich soll erstmal das weitermachen, was ich am besten kann. Und dann probieren die Dinge so in den Betrieb zu integrieren, dass es ihnen gut geht. Ja. Und manche arbeiten mit Kaltauszügen, das finde ich sehr gut. Mhm. Aber wenn du hier zum Beispiel kleine Pilzteile siehst, jetzt sag mir mal, warum ich die rausfiltern soll. Also es gibt doch überhaupt keinen Grund. Ja. Oder hier ist eigentlich noch so ein Stück Holz. So, und da leben doch ganz viele Arten drin. Ja, ja, ja. So, und ich werde die doch nicht rausnehmen. Und daher ist mir das Liebste, man nimmt das Saatgut. Wir stellen ja daraus auch Fermente her, das Ferment 7-Oxy. Man sprüht es damit nass, macht den Impfkompost an, Saatgut, und dann kommt es in die Sämaschine und fertig. Ja. Und was natürlich auch gut ist, das Mikrobiom, das ändert sich ja, wenn man den Boden bearbeitet. Und deswegen geben wir sozusagen die Spritzung über Ferment 7-Oxy oder im Kaltauszug zu jeder Bodenbearbeitung dazu. Ja. Und wir haben ja auf richtigen Altlastböden gearbeitet. Auch im Park sind Sachen über Jahrzehnte nicht gewachsen. Mhm. Ich hatte selber Boden, der war 1000-fach über dem Grenzwert. 1000-fach. Ja. Von was? Vor allen Dingen Blei und diesen Packs und so eine Sachen. Ja, da gibt es auch richtige Untersuchungen. Ja. Und in dem Einleiter, wo wir das raus haben, hatten wir im darauffolgenden Jahr alle Schadstoffe unterhalb der Nachweisgrenze. Ja. Das geht überhaupt gar nicht. Ja, ja, ja. Das zeigt, dass es funktioniert. Ja. Aber es ist die ungestörte Fermentation. Mhm. Und was man wirklich verstehen darf, zwischen Kompost liegen Welten. Also Helga hat ja auch mit fauligen Kompost Versuche gemacht. Da hatte sie einen Ertrag von 36%. Und bei ungestörter Fermentation hatte sie 428% Ertrag. Und die normale Landwirtschaft, also die Agrarindustrie, waren 100%. Ja, ja, also der ja, höchste zu erwartende Ertrag ist im ökologischen Landbau. Ja, ja, genau. Ja, das ist halt auch das, was nicht passt. Dass halt im Ökolandbau, den ich prinzipiell toll finde, die Erträge nicht besser sind. Also wenn die sagen, wir schaffen nicht so viel wie agrochemische Landvergewaltigung, dann ist da irgendwas faul. Und was faul ist, ist das Pflügen, ganz klar. Und halt, dass die Biologie oft nicht stimmt, die Energetik wird nicht angeguckt. Und dann ist natürlich jetzt regenerativ, wäre ja auch noch, wir machen dann in die Ackerflächen noch die Baumreihen rein, Agroforst dazu, möglichst auch mit Vielfalt.
die Tierhaltung sollte integriert sein und dass man dann zu so einem Gesamtsystem kommt. Ja. Es geht ja nicht darum, jetzt was zu reparieren, so Monokulturen auf 1000 Hektar zu reparieren, sondern halt das System insgesamt wieder natürlicher zu machen. Ja, ich denke, damit haben wir das hier einmal rund. Also total klasse. Das fühlt sich hier auch so richtig so an. So, das ist so, ne, so hier sind wir. Ne? So, das ist irgendwie so stark. Also insofern, das hat offensichtlich hier gut geklappt. Ich würde jetzt sagen, an die Stelle hat uns Gott hingestellt. Und ja, jetzt gucken wir mal, was wir draus machen. Ja, genau. Und das ist halt jetzt auch genau, dass wir halt einfach diese Techniken auch anwenden kann für Gartenbau, also die jetzt nicht in der Flächenlandwirtschaft sind, im Gartenbau sind. Das macht man genau so, aber es muss nicht jeder jetzt sowas machen, sondern es gibt in jeder Region ein paar Leute, die sich auf sowas spezialisieren. Die können den anderen diese tollen Substrate liefern, man tauscht sich aus und so können das dann alle haben. Ergänzung sicherlich durch Komposttee, das ist aus meiner Sicht eine gute Sache. Und da hat Adrian Ruby in der Schweiz tolle Sachen entwickelt, das noch vereinfacht. Und also da ist eine Menge, was jetzt so zusammenkommt. Und dieser Aufbau der Biologie, dazu aus meiner Sicht noch gucken, fehlen wesentliche Spurenelemente von den 80 plus, die es gibt. Ne? Also da gibt es immer noch auch Sachen, wo man noch mal so ein bisschen feintunen kann. Und deshalb das Netzwerk, was jetzt hier entsteht, ist wunderbar und insofern, ich sehe, dass wir eine gute Zukunft aufbauen, aber es muss auch gemacht werden, oder? Und ja. Ihr seid dabei und da vielen Dank dafür. Es ist ja, gerne, es ist ja auch so schön, man kann das Verfahren richtig anpassen. So ein Wirbelstromkomposter passt schon fast in jeden Garten. Mhm. Ich kann das nacheinander machen. Mhm. Ich kann das mit Freunden teilen. Ja. Ich kann es in der Regenwurmkiste machen. Ja. Man kann ganz viele Dinge tun und so kann jeder an der Gesundung der Erde mitarbeiten. Ja, ja, vielen Dank, die Leute, die das jetzt anschauen. Macht mit, schließt euch an. Hier unterm Video kommt der Link. Und ja, tolle Sache, ich bin begeistert. Dankeschön, alles Gute und Gottes Segen. Ja, tschüss. Tschüss.